Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den Funktionsmodus und viele befinden sich im Funktionsmodus, ohne es zu wissen. Du kennst es vielleicht so vage, wenn du das Gefühl hast, irgendwie du funktionierst nur noch, ohne irgendwie etwas für dich zu tun oder irgendwie noch Genuss zu haben, sondern es ist ein Hustle und du bist immer wieder am Funktionieren. Und du schaffst deine Sachen auch sehr gut, aber es bleibt irgendwie für Privatleben, für Genuss wenig Zeit übrig. Und wenn wir diesen Funktionsmodus über eine längere Zeit halten, befinden wir uns in großer Gefahr, weil ein Burnout droht. Wir schaffen zwar unheimlich viel und gerade hochsensibel in der Regel mindestens 200%, aber es hat einen hohen Preis. Du erfährst in diesem Video, was ein Funktionsmodus ist, damit du erkennen kannst, ob du oder deine Liebsten davon betroffen sind. Denn dann ist Vorsicht geboten. Das Video ist ein Anfangsausschnitt aus einem Podcast mit Joel Kaczmarek. Joel, selbst hochsensibel, hat einen sehr spannenden Business-Podcast. Und in diesem Rahmen hat er mich eingeladen, denn viele Selbstständige befinden sich auch in diesem ständigen Hustle, sind im Funktionsmodus und letztendlich von Burnout bedroht. Leser meines Newsletters kennen diese Podcast-Folge schon. Der Ausschnitt hier auf meinem YouTube-Kanal, für dich sogar mit Bild. Bist du im Funktionsmodus? Ich wünsche dir viele Aha-Momente. Und jetzt geht's los. Hier losgeht. Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, vielen Menschen geht es gerade so, dass sie sich in so einem krassen Funktionsmodus befinden. Es ist ja draußen total viel los in der Welt und wir reagieren ja gerne auch mal auf schwierige Situationen, indem wir uns einfach beschäftigen, damit wir das Gefühl haben, wir kommen von der Stelle und wir tun was. Und nicht selten führt so ein Funktionsmodus aber in den Burnout. Und weil ich vielen von euch gerne dabei helfen möchte, das zu vermeiden und auch selber ein bisschen was dazu lernen möchte, habe ich mir heute eine tolle Person eingeladen. Und zwar die liebe Sandra Quedenbaum. Sandra ist Ausbilderin, Trainerin und Coach für Hochsensibilität mit dem Schwerpunkt Trauma. Und by the way, sie hat auch selbst einen sehr großartigen Podcast, der heißt Hochsensibel leicht leben. Wenn dich das interessiert, hör unbedingt nochmal dort rein. Und der Weg, wie ich Sandra kennengelernt habe, war durch einen anderen Podcast, wo sie zu Gast war. Und ich habe da so resoniert mit, dann habe ich sie mal angerufen, habe mich von ihr schon mal ein bisschen coachen lassen, habe gedacht, wow, das muss ich mehr Menschen zur Verfügung stellen. Und hier ist sie nun. Worüber reden wir dann heute, um euch mal so einen kleinen Sneak Peek zu geben, was euch heute erwartet? Also zum Ersten werden wir natürlich mal darüber reden, was heißt denn das eigentlich, Funktionsmodus? Wie sieht der aus? Wie bedingt sich das? Und was sind die Ursachen dafür? Und dann natürlich auch mal gucken, was können denn so mögliche Folgen davon sein? Und dann ist natürlich ganz wichtig, nach hinten raus euch auch ein bisschen Hilfestellung zu geben. Wie mache ich mir dessen eigentlich bewusst? Wie komme ich da raus? Ja, also wie komme ich wieder in die Körperwahrnehmung? Wie kann ich mein Nervensystem wieder beruhigen, auf dass euch das alles, wie gesagt, erspart bleibt? Von daher, ich glaube, heute ist ganz, ganz viel drin und ich freue mich da schon total drauf. Und liebe Sandra, that being said, schön, dass du da bist. Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich und bin gespannt. Ja, Funktionsmodus wird ja wahrscheinlich öfters irgendwie unterkommen, so als Thema, nehme ich mal an, in deiner Praxis, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch viel im Bereich bei Selbstständigen, aber auch bei Müttern ist es ganz viel. Und dass der Funktionsmodus auch bei Hochsensiblen ist häufig sehr, sehr stark ausgeprägt, weil sie auch so einen Drang nach Perfektionismus haben und gerne die Sachen gut und richtig machen. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kann es schwierig werden. Ich hatte so eine einzelne Folge mit Bettina Reuß zu hochsensible Scanner-Persönlichkeiten, also das ist ja hier mal empfohlen, weil in ihrem Podcast habe ich dich kennengelernt, aber da wir bestimmt öfters mal das Thema hochsensibel noch haben werden, magst du mal so mit kurzen Worten erklären, was das ist? Also Hochsensibilität ist letztendlich eine verstärkte Form der Sinneswahrnehmung. Alle Sinne werden stärker wahrgenommen als bei durchschnittlich Sensiblen. Und gleichzeitig auch noch tiefer verarbeitet. Das sorgt dafür, dass Hochsensible auch häufiger dann vielleicht schneller in die Überreizung kommen, schneller auch in die Erschöpfung kommen. Und gleichzeitig ist es so, dass die Reize, die von außen kommen, weniger gefiltert werden. So, das ist so das Schöne, was die Hochsensibilität bietet, weil dadurch auch viele Möglichkeiten entstehen. Das hat auch viele Vorteile. Und gleichzeitig, wenn man nicht aufpasst, wenn man zum Beispiel im Funktionsmodus ist, kann das auch echt Nachteile haben, weil man dann leicht ins Burnout kommen kann. Ja, ich sage immer so, das Prinzessin auf der Erbse-Syndrom finde ich immer ganz gut. Also so geht es mir, dass ich dann, also was meine Frau schon erzählen könnte, wie viele Kissen ich schon durchprobiert habe, weil die mir unbequem sind, passt auf keine Kuhhaut. Und Funktionsmodus ist ja vielleicht vielen so, da klickt ein bisschen was, dass sie wahrscheinlich so sagen, oh ja, ich kann mir das irgendwie so vage vorstellen, aber was bedeutet es denn für dich? Wie sieht es für dich aus?
Also es gibt ja im Leben immer mal Situationen, wo man vielleicht funktionieren muss, wenn man nicht so ganz so fit ist, aber zur Arbeit muss, weil da ein wichtiger Termin ist oder einfach weil jetzt vielleicht gerade irgendwas in der Familie ist, wo man alle Kräfte zusammenbündeln muss, um das zu machen, wenn vielleicht jemand gestorben ist und man muss das regeln und diese Sachen, wenn das so über einen kurzen Zeitraum ist, dann ist das okay. Dann schüttet der Körper Cortisol aus, damit wir genau das können, damit wir uns diese ganzen Kräfte mobilisieren können. Wenn wir aber in diesen ungesunden Funktionsmodus kommen, dann ist es etwas, was sich über längere Zeit hält, über eine längere Dauer, wo wir immer wieder letztendlich von Aktion zu Aktion zu Aktion kommen und gar nicht mehr in die Zwischenpausen kommen und auch dadurch gar nicht mehr in die Wahrnehmung, in die Selbstwahrnehmung kommen und spüren, was ist denn eigentlich mit mir los, was brauche ich gerade? Wir sind dann zwar sehr erschöpft und denken, boah, ich müsste mal Pause machen, aber da winkt halt schon der nächste Termin oder die nächste Verpflichtung oder die nächste Aufgabe, die ja erledigt werden muss, gefühlt. Und nicht immer ist es so und häufig, und wenn es so ist, also wenn man es wirklich einfach muss, dann sollte man, ist es hilfreich auch zu gucken, muss ich wirklich oder kann ich das nicht noch anders regeln? Ich überlege gerade, wie das heißt. Bei manchen Geräten gibt es manchmal so einen Modus, ne? Wenn der Akku kurz vor alle ist, dass man dann so im letzten Saft noch drin ist. Und so, was du gerade beschreibst, bedeutet also, ich habe so einen Dauerstresszustand, wo ich quasi immer so an der Kante surfe eigentlich. So Genau. ungefähr meint, ne? Ja, und wobei es ist eigentlich nicht an der Kante, sondern es ist schon unter der Kante. So, weil in der Regel, wenn ich im Funktionsmodus bin, dann merke ich nicht, dass ich an der Kante bin, sondern ich gehe noch drüber. Was ich merke, ist dann vielleicht, dass ich erschöpft bin, dass ich merke, wenn ich zu Hause bin, hänge ich irgendwie nur vom Fernseher und seppe oder mache hier Instagram und Co. die ganze Zeit, mache gar nichts mehr Produktives, ich schlafe schlecht. Komme eigentlich gar nicht mehr in die Entspannung. Ich ruhe vielleicht sogar viel im Sinne, dass ich mache nichts Produktives, dann aber gleichzeitig erhole ich mich nicht. Weil das ist was, was im Funktionsmodus halt eingeschränkt ist. Weil das Nervensystem dann so eingestellt ist im Funktionsmodus, dass wir Schwierigkeiten haben zu regenerieren. Das Nervensystem ist ja übrigens auch ein guter erklärungswürdiger Begriff. Was ist damit gemeint? Also das Nervensystem kennen wir, also kennen die meisten Menschen, wenn man das Bild nimmt von einer Antilope und einem Löwen. Wie reagieren wir auf Stress? Die Antilope ist da, der Löwe kommt, die Antilope sieht den Löwen und rennt weg. Das heißt Flucht. Denn es ist, vielleicht hat die Antilope ein Kind und denkt, dass wenn ich jetzt wegrenne, dann frisst das ich weiß gar nicht, wie das Baby bei Antilopen heißt, mein Kitz Kids. auch, greift dann den Löwen sogar an. Das gibt es ja auch. Ne? Das ist denn in diesem Zustand haben wir Angriff oder Flucht. Wenn wir dann aber nicht, angenommen, wir werden die Antilope wird vom Löwen geschlagen und dann passiert Folgendes, dann geht sie in so eine Art Totstellreflex, ähnlich wie wir das bei der Maus und der Katze kennen. Das heißt, wir wirken äußerlich tot, wir sind ganz ruhig, der Körper wirkt leblos. Dann denkt der Löwe, was ist denn das? Ist ja schon tot, schmeckt nicht mehr. Und in dem Moment nutzt die Antilope die Chance und rennt weg, dieser Moment der Irritation. Das heißt, was wir dafür brauchen, ist in dem Moment, dass wir einmal die völlige Erstarrung des Körpers haben, gleichzeitig aber immer innerlich noch diese Mobilität, also innen drin fühlt es sich an, als wenn wir völlig auf hab acht und alle Kraft gebündelt haben, dass wir schnell loslaufen können. Und das ist häufig genau die Situation, wo sich Menschen in diesem Modus finden, wenn sie so im Funktionieren sind. Sie stehen eigentlich die ganze Zeit auf Handbremse und Gas gleichzeitig. Und wenn man sich das vorstellt, dass das die ganze Zeit der Körper das aushält und hält, zusammenhält, einmal das Erstarren und gleichzeitig innerlich, wo es so brodelt, ist das wahnsinnig anstrengend. Und wenn wir das über einen längeren Zeitraum machen, dann bringt das halt das ganze Stresssystem auseinander. Das habe ich auch gerade gedacht, wie so ein Auto, wo man schon das Gummi der Reifen riecht, weil es sozusagen auf der Stelle steht, aber die Reifen irgendwie durchdrehen, ne? Ganz genau. Nur hat man da den Vorteil, da sieht man das und riecht man das noch. Aber wenn das bei uns ist, nimmt man das gar nicht so unbedingt wahr, sondern weil wir so den Fokus immer haben aufs Nächste, aufs Nächste, aufs Schaffen, aufs Schaffen, aufs Schaffen, sehen wir die Reifen nicht oder dass es quietscht und dass es dampft.
Ich überlege gerade noch, wie ist denn jetzt die Übertragung von der Gazelle auf die Arbeitswelt? Weil ich habe gerade eher so gedacht, wenn man natürlich so im Funktionsmodus ist, hätte ich gedacht, das ist so wie das dauerhaft, man würde nur rennen, 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 rennen. Was ist denn sozusagen das Stillhalte-Pendant in der Arbeitswelt? Weißt du, was ich meine? Das Stillhalte-Pendant ist, dass man letztendlich nicht auch mal wirklich zur Ruhe kommt und ins Innere geht, sozusagen, in die Entspannung geht, sondern in den Momenten, wo ich eigentlich nichts zu tun habe oder nicht so viel zu tun habe, dann halte ich eher die Starre. Und das sorgt dann auch dafür, dass ich dann nicht vielleicht irgendwas tue, was mir gut tut. Irgendwie vielleicht ein Saunabesuch oder Massage oder Spaziergang. Das machen wir in diesem Zustand, wenn wir im Funktionsmodus sind, eher nicht. Wir wissen zwar, was uns gut tut, aber wir machen es nicht. Und da zeigt sich dann die Starre. Wir funktionieren, wenn wir müssen, so, und wenn wir dann aber nicht müssen, dann ist eigentlich, dann sagt er so, oh, jetzt mache ich erstmal nichts. Die Starre hält sich, und das, was wir dann tun könnten, um uns wirklich in die Regeneration wieder zu kommen, machen wir in der Regel nicht. Und manchmal fällt uns das auf, aber auch nicht immer. Ich hatte mal so ein Anti-Stress-Coaching und da habe ich mir also gemerkt, wie die mal zu mir meinte, oben sein ist schön und unten sein ist schön. Aber runterkommen finden viele überhaupt nicht schön. Ja, so dieses, wenn ich sozusagen in der Leistung bin, ins Entspannen runterzugehen, weil dann kommen ja so die Dämonen raus. Also in so eine Richtung geht es, glaube ich, was du gerade meintest, ne? Wobei, wenn du sagst, unten sein ist schön, jemand, der so im... Ich hab da das Bild, das ist dreigeteilt. Oben ist die Übererregung, in der Mitte ist das die Komfortzone, wo es mir gut geht, wo ich entspannt bin, wo ich Spaß habe, wo ich gut in Kontakt gehen kann. Und unten ist letztendlich die Erstarrung oder auch die Ohnmacht. Die Ohnmacht wäre dann Depression zum Beispiel, ne? Oder dissoziative Zustände, wo man das Gefühl hat, ich bin gar nicht hier, ich bin irgendwie fremd hier in der Welt oder ich fühle mich gar nicht mehr richtig. So, das sind auch ungesunde Zustände. Was du beschreibst, ist, glaube ich, die Mitte, wo man, ne? Also wenn ich entspannt bin, wenn ich in Ruhe da das genießen kann, das nennt sich Venus of Tolerance, dieses Fenster, das ist von Daniel. Fällt mir jetzt nicht ein. Fällt mir gleich wieder ein. Und Daniel Siegel, genau, jetzt habe ich es. Und da ist es halt immer zu gucken, wo stehe ich gerade. Und wenn ich oben bin, ist es ein Stück weit auch ganz angenehm, wenn es kurz ist. Das machen wir ja, wenn wir Karussell fahren oder irgendwas Aufregendes ist. Wenn das aber ein Dauerzustand ist, und das ist bei Menschen in diesem Funktionsmodus ist es häufig, dass sie innerlich sehr unruhig sind, dass sie sich, wenn sie denn zur Ruhe kommen, eigentlich gar nicht ruhig sitzen können, dass sie dann immer noch was machen können. Häufig ist es auch so, dass die Hände immer was machen müssen oder die Füße irgendwie rumzappeln oder so. Auch nachts im Bett so loslaufen wir beim Einschlafen, diese ganzen Sachen. Das zeigt, dass wir eigentlich in der Übererregung sind. Und wenn das ein Dauerzustand ist, dann ist es auch nicht angenehm, sondern es ist total anstrengend. So, wenn das mal so ist, so, wenn man dazwischen wieder zur Ruhe kommen kann, in die Mitte, dann kann das auch ein Genuss sein. Oder sich über irgendwas ganz doll freuen oder so. Ja, so mit Reizen sich dann auch oft vollladen, ne? Dann guckt man irgendwelche Shorts oder einen Film oder hört einen Podcast oder Musik oder ich lese ein Buch. Also immer so Input, Input, Input beobachte ich dort. Na, hast du dich oder jemanden, der dir sehr nahe steht, wiedergefunden? Dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über den Austausch. Wenn das so ist, dann könnte für dich die Prozessgruppe für Hochsensible sehr hilfreich sein. Möchtest du Menschen gerne unterstützen, aus ihrem Funktionsmodus hinauszukommen, könnte für dich die Ausbildung zum HSP-Coach sehr hilfreich sein. Zu beiden kannst du dich jetzt noch in diesem Monat anmelden. Den Link findest du unten in der Beitragsbeschreibung. Wenn es für dich hilfreich war, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniere mich mit der Glocke, wenn du nichts verpassen willst. Und wenn du noch mehr über den Funktionsmodus wissen möchtest und was du tun kannst, um da wieder hinauszukommen, dann empfehle ich dir, die Podcast-Folge auf Joels Podcast zu hören. Ich bin gespannt, auf welchem Wege wir uns wiedersehen. Und tschüss!